Willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Laura und es gibt heute das erste Video aus der Christmas Jelly Weihnachtsserie. Die mache ich zusammen mit Jennifer, Emma und Ilona. Daher auch der Name Jelly, das sind die Anfangsbuchstaben von uns. Und jeden Advent wird es ein Video geben, also abonniert schon mal die anderen, damit ihr die anderen Videos nicht verpasst aus unserer Serie. Und ich darf, wie gesagt, heute den Start machen. Von mir gibt es eben heute ein Make-up-Tutorial. Das kann man natürlich zu Weihnachten, zu Silvester oder auch einfach generell im Winter tragen, wie ihr wollt. Auf jeden Fall habt ihr das schon gesehen. Ich habe das nämlich auf Instagram gepostet und ich hatte das in einem Wochenvlog drauf. Ich blende es euch hier irgendwo mal ein, damit ihr es nochmal seht. Und ich dachte, das passt ganz gut in den Winter, in die Weihnachtszeit. Deswegen zeige ich euch heute, wie das Make-up geht. Das Make-up ist aber nicht meine eigene Kreation. Ich habe das nachgeschminkt. Das ist das Original. Ich weiß leider nicht, von wem das ist. Ich habe das bei Twitter gesehen. Da waren halt so 4 Bilder nebeneinander von so schönen Augen-Make-ups. Und da habe ich das gescreenshottet. Also falls ihr wisst, wem das Auge gehört, sagt mir bitte Bescheid, damit ich die Person verlinken kann. Aber ich fand das ganz schön. Habe das so ein bisschen verändert. Aber das ist, wie gesagt, das Original. Ich lege immer los mit einem Primer. Das muss einfach sein, meiner Meinung nach. Und da ich zurzeit keine einzige Foundation habe, die mir passt, mische ich das auf diese Palette hier von Primark. Und da nehme ich einfach so ein paar Foundations. Ich habe in der letzten Zeit sehr viele verschiedene Mischungen ausprobiert. Ich weiß immer noch nicht so ganz, wie ich meine Farbe hinbekomme, aber ist okay. Und was ich zurzeit auch ganz gerne mache, ich habe hier so einen flüssigen Highlighter und den mische ich in meine Foundation rein. Also mache so ungefähr einmal so einen Pumpstoß. Ich finde vor allem im Winter, da die Haut so ein bisschen trockener ist, kann man das ruhig in die Foundation mit reinmischen. Aber ich mache es auch ehrlich gesagt im Sommer. Das hier ist mein Lieblingsschwamm zum Foundation auftragen. Ich finde das einfach der beste. Das ist der von Real Techniques. Und außerdem ein Tipp, wenn ihr eure Foundation so anmischt, nehmt lieber ein bisschen mehr und geizt dann lieber nicht an Produkt, bevor ihr am Ende so Wangen, also den Bereich fertig habt und dann keine Foundation mehr für eure Stirn habt, weil das ist nicht so cool. Da muss man neu mischen und hat dann so 2 verschiedene Farben auf dem Gesicht. Mache ich weiter mit Concealer, da benutze ich auch 2 verschiedene Farben. Und zwar habe ich einen, der nicht so ganz hell ist und den trage ich auf meinen Augenringen auf, weil der einfach extrem gut deckt und meiner Meinung nach eine echt gute Farbe hat. Den trage ich zum Beispiel auch hier in der Mitte auf, weil da auch noch Augenschatten sind. Und dann nehme ich den zweiten helleren Concealer und den trage ich jetzt in einem Dreieck in meinem Gesicht auf. Und den trage ich außerdem noch weiter auf die Nase auf. Das hilft am Ende, die Nase zu konturieren. Dann ein bisschen was ans Kinn, an die Lippe und auf die Stirn. Ich finde, ich sehe gruselig aus, deswegen verblende ich das mal schnell. Und jetzt sette ich mein Gesicht. Ich habe ein neues transparentes Puder. Ich hatte das von NYX, was mir gar nicht gefallen hat. Das von Catrice finde ich ganz gut. Und das nehme ich jetzt auf meinen Schwamm und trage das unter den Augen auf. Und natürlich auch da auf die Nase, wo ich Concealer aufgetragen habe. Und dann nehme ich ein Mineralpuder und sette den Rest meines Gesichtes. Und gleichzeitig fächere ich schon mal das transparente Puder weg. Jetzt geht's weiter zu meinen Augenbrauen. Ich habe eine extra Augenbrauenroutine, die verlinke ich euch in der Infobox. Ich mache die jetzt ganz schnell, ohne zu nerven, im Schnelldurchlauf. Jetzt lege ich los mit meinem Augen-Make-up und da fange ich als erstes immer an mit einer Eyeshadow-Base. Und als Lidschatten benutze ich heute mal wieder meine Too Faced Chocolate Bar Paletten. Was sonst? Ich fange hier an einfach mit diesem beigen Ton und sette meine Eyeshadow-Base.
Weil hier ein Magnet drin ist, haben sich meine Paletten kurz verbunden. Naja, ich nehme so verschiedene Töne wie... Oh, nein. Ich bin in den Ton reingekommen. Ich gehe in verschiedene Töne rein, also den hier zum Beispiel. Wie ihr seht, benutze ich den am liebsten. Dann außerdem dieses hellbraun. Dann hier dieses mittlere Braun, aber alles matte Töne. Und verblende die in meiner Lidfalte. Und dann nehme ich aus der anderen Palette auch diesen Orangeton, diesen hellbraunen Ton. Mal schauen. Die verblende ich jetzt erstmal alle in meiner Lidfalte. Ich blende mittlerweile immer hier halt in die Lidfalte rein und dann blende ich auch gerne hier so an der Nase entlang. Irgendwie hilft mir das später, die Kontur besser für die Nase zu machen. Damit ist schon mal eine gute Base geschaffen. Jetzt nehme ich diesen Blenderpinsel, der ist halt so ein bisschen schmaler. Und mit dem nehme ich so ein paar dunklere Farben. Also ich gehe in diesen Ton und ganz leicht in diesen und definiere damit nochmal stärker meine Lidfalte. Dann trage ich jetzt die Lidfarbe auf und da nehme ich den Ton. Ist ja nicht schön. Damit die Farbe auch so intensiv rauskommt wie auf dem Bild, sprühe ich erstmal den Pinsel mit Setting Spray ein. Dann gehe ich in die Farbe rein. Schön ordentlich Farbe nehmen und trage das auf mein Lid auf. Seht ihr, dann kommt die Farbe auch richtig gut raus. So, und wie ihr seht, trage ich das einfach auf mein bewegliches Lid auf. Und jetzt nehme ich wieder diesen Blenderpinsel und gehe nochmal in diese Brauntöne, die ich gerade verwendet habe. Also hier dieses rötliche Braun, bisschen dieses dunklere. Und blende damit nochmal hier die Kanten von den blauen Lidschatten aus. Und jetzt kommt der untere Wimpernkranz. Da machen wir eigentlich genau die gleichen Farben drauf, die ich auch oben hatte, außer das Blau. Also die blende ich alle jetzt unten nacheinander rein. Ich bin erst 19, aber ich habe schon ein bisschen Falten unterm Auge. Und die versuche ich damit immer gut zu verstecken. Also ich blende ruhig so ein bisschen weiter runter, damit das nicht so auffällt, dass da Falten sind. Sie trägt eigentlich auch Kajal auf der Wasserlinie, aber ich kann mich damit irgendwie nicht so ganz anfreunden. Letztes Mal habe ich es ausprobiert, aber ich weiß nicht, ich fühle mich immer komisch damit. Deswegen nehme ich jetzt diesen dunklen Ton und trage den einfach ganz nah am Wimpernkranz auf und mache damit auch so ein Smoky-Effekt. Warum muss man eigentlich immer so coole Wörter benutzen? Smoky-Effekt. Das gefällt mir sehr gut, diese. Dann nehme ich jetzt nochmal so einen fluffigen Blenderpinsel und gehe nochmal unten lang. Was jetzt auf jeden Fall noch fehlt, ich glaube, das sieht man ganz gut, ist der Rotstich, den sie in ihrem Augen-Make-up drin hat. Und dafür nehme ich jetzt einen Lidschatten von Colourpop. Das ist die Farbe Paradox. So, und da gehe ich jetzt mit diesem Pinsel hier nochmal rein, den ich gerade benutzt habe. Und nehme schön Farbe auf. Das trage ich jetzt einfach hier überall so ein bisschen in die Lidfalte auf, auch unten an den Wimpernkranz. Jetzt nehme ich diesen Ton und damit highlighte ich den Innenwinkel, um das Augenlid so ein bisschen stärker zu highlighten. Habe ich außerdem nochmal die Farbe Butterpecan in die Mitte aufgetragen, einfach mit dem Finger verblendet. Mit den Lidschatten sind wir jetzt eigentlich fertig. Jetzt trage ich Eyeliner auf. Das mache ich echt selten, aber ich finde, zu dem Make-up passt das echt ganz gut. Heute wird es mal wieder Zeit für einen Eyeliner. Betet für mich mit, dass ich es nicht verkacke, weil sonst das ganze Augen-Make-up hat sich sonst nicht gelohnt. Ich verbessere jetzt nichts mehr, ich lasse es jetzt einfach so. Die sind zwar unterschiedlich, die Lidstriche, und sind jetzt auch nicht so besonders schön, aber ist in Ordnung. Ich trage jetzt einfach die Wimpern auf, das sind die Red Cherry 43. Das sind eigentlich die Wimpern, die ich immer trage, wenn ich Lidschatten und Eyeliner trage. Dann nehme ich immer diese Wimpern. Ich weiß nicht, sonst finde ich die nicht so Bombe. Und in der Zwischenzeit, wo die hier am Trocknen sind, trage ich Wimperntusche auf. Guck mal, wie ich das halte. Ey, das ist ein bisschen so ein Mittelfinger, ne? Und da das auch immer noch trocknet, mache ich jetzt weiter mit meiner Nasenkontur. Dafür verwende ich die Highlight and Contour Pro Palette. Und dafür nehme ich den Pinsel aus der Naked Palette und nehme die fluffige Seite und konturiere meine Nase.
Und dann gehe ich immer wieder mit dem Beauty Blender drüber, um das auszublenden. Jetzt sieht man natürlich wieder gar nichts, aber ich mache das einfach so die ganze Zeit hin und her, bis es mir gefällt. Jetzt trage ich mal die Lashes auf, die sind jetzt auch genug getrocknet. Jetzt, solange das trocknet, konturiere ich in der Zeit mein Gesicht. Und ich habe hier einen neuen Pinsel, den hat Ilona mir geschenkt. Von Zoe, war der Luxe Face Designer. Und dafür nehme ich auch einfach die NYX Palette, nehme da so ein paar Farben von. Und trage das in meinem Gesicht auf. Und ich trage jetzt auch schon mal meinen Rouge auf, weil die Wimper trocknet immer noch. Und da habe ich mich hier für so ein rötliches Rouge entschieden. Ich finde, es passt ganz gut vom Farbton. Und dann gehe ich noch einmal mit meinem Puderpinsel drüber, weil das war ein bisschen too much. Auf die Lippen kommt jetzt die Farbe Tüll von Colourpop. Ich liebe diese Farbe einfach, ich trage die so oft. Ich gehe nochmal hier ein bisschen mit Bronzer drüber. Irgendwie ist mir das Rot doch ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie zu russisch. Jetzt muss natürlich noch Highlighter drauf. Da trage ich jetzt die Farbe Opal von Becca auf und guck mal, was passiert ist. Ist mir runtergefallen. Das trage ich jetzt auf den Wangenknochen auf. Dann trage ich das natürlich noch auf der Nasenspitze auf. Das mache ich jetzt einfach mit dem Finger, dann kriegt man das am besten hin. Und auf den Nasenrücken. Trage ich noch ein bisschen hier über der Lippe auf, am Kinn. Und ganz leicht gehe ich nochmal hier so über die Stirn. Also das ist das fertige Make-up. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Falls euch die Lippen zu viel sind, könnt ihr das natürlich gerne eintauschen für einen nudefarbenen Lippenstift oder sowas. Und wenn ihr dieses Make-up nachschminkt, dann lasst mir bitte Bilder zukommen. Ich finde das immer sehr spannend zu sehen. Also bei Instagram oder Facebook oder Twitter. Kann man mir noch irgendwo schreiben. Und vergesst natürlich nicht noch bei Jennifer, Emma und Ilona vorbeizuschauen. Ihr könnt sie natürlich gerne schon mal abonnieren. Und dann bekommt ihr jeden Sonntag von uns ein Video in unserer Serie. Und das war's dann heute von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.